So, wir sind hier in einem Zelt auf einer wunderbaren Sitzgarnitur vor der Kirche, Pfarrer Cyril und Method. Was für einen Sinn hat diese Aktion? Ja, wir wollen Kirche einmal von einer ganz anderen Seite zeigen, weil man verbindet immer bestimmte Dinge, aber ganz was Neues ist, wir verschenken heute Zeit, einen guten Kaffee, ein Ohr zu hören, was die Menschen bewegt, was sind ihre Freuden, was sind ihre Hoffnungen und auch Ängste, was verbindet sie vielleicht mit Gott und mit der Kirche, aber das ist nicht das Wesentliche. Es ist wirklich, dass wir einmal Gebende und Hörende sind. Das heißt, man sieht es ja, man kommt den Menschen entgegen, das heißt, man geht aus der Kirche heraus. Ist es auch so, dass man sagt, okay, das ist der erste Schritt, Leute anzusprechen und zu sagen, reden wir miteinander, ohne dass sie in die Kirche hineingehen müssen, was vielleicht für den einen oder anderen also momentan ein bisschen eine Barriere ist. Ja, ganz richtig. Wir verteilen so Gutscheine für den Café und wie Sie gesagt haben, reden wir miteinander. Kein Zwang und niemand muss in die Kirche gehen. Wenn jemand will, kann er. Es gibt zu bestimmten Zeiten eine Anbetung und da kann man eine Kerze anzünden, aber das ist wirklich frei. Es geht uns wirklich, dass wir die Menschen begegnen, dass man vielleicht auch eine Freundschaft, die sich bei manchen entwickelt. Und das ist das Wichtigste, einmal ganz was anderes zu machen als Kirche. Und das bietet sich ja da wunderbar an. Also es ist, ich glaube auch, das Wetter wird heute halten und ich kann mir vorstellen, dass der Andrang ja ganz, ganz gut sein wird. Ne? Ja, das Wetter ist super heute und das braucht man das Zelt nicht die Seitenwände machen. Der Andrang, das wissen wir noch nicht, aber wichtig ist jede Einzelne. Wir erzählen nicht, wann das jetzt sehr viele oder weniger. Das ist einfach unsere Leistung heute. Und wenn es nur 20 sind oder 50, müssen nicht Hunderte sein. Wir sind hier 20 Ehrenamtliche, das wird alles von Ehrenamtlichen gemacht. Was mich auch sehr freut, weil es auch uns selbst verändert, wenn wir Menschen begegnen. Es ist nicht immer leicht, hinauszugehen und Leute anzusprechen und ihr seid von der Kirche, nein, wir wollen was verschenken. Es verändert uns auch. Jeder Einzelne, der hier mitarbeitet, verändert es. Genauso wie wir auch natürlich in dieser Welt ein Zeugnis abgeben wollen. Also ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen und dann wünsche ich alles Gute und viel Erfolg für diese Aktion. Vielen Dank und alles Gute auch allen, die zusehen dann. Dankeschön.